Ja, das ist die Aufgabe, die mir die Bildungskommission gestellt hat, war, Input hier zu machen über das, was ich im letzten Jahr oder seit 2007 abgespielt hat, schwere Wirtschaftskrise, die ja nach wie vor, wenn man so ein bisschen der Politik das Geschehen in diesem Land nach wie vor stark prägt. Ihr seht, ich fange mit dem grundsätzlichen Problem an, wenn ihr jedenfalls euch da so ein bisschen in Erinnerung rufen haben, ist das jetzt eine normale Konjunkturkrise, mit der wir das zu tun haben, oder ist das doch ein schwereres Kaliber? Ich sage gleich vorweg, ich gehöre zu den Ökonomen, die sind nicht nur innerhalb des marxistisch-sozialistischen Bereichs, auch in der klassischen Ökonomie, die sagen, wir vergleichen uns eigentlich mit der Weltwirtschaftskrise 1929 verfolgende. Das ist der Punkt. Das ist umstritten. Vorneweg, ich versuche mal die Argumente so zu darzustellen, dass ihr euch selber ein Urteil bilden könnt. Dieses Bild, Eingangsbild, muss ich glaube ich immer ein bisschen erklären. Ich hätte jetzt heute auch mit einem Foto von Dubai anfangen können. Das jetzt mal gelassen. Das ist die Bucht von Singapur. Und in der Bucht von Singapur liegen zurzeit 3000 Containerschiffe auf Halde. Das ist also ein Ausdruck der insgesamt der Zerstörung oder der, der Zerstörung von Globalisierung, weil Container, Fracht, Container ist eigentlich eins der zentralen sozusagen Transportsysteme. Und insofern ist das aus meiner Sicht ein Indiz dafür, nach wie vor die gravierende Krise ist. Das, was ihr jetzt alle im Kopf habt, ist vielleicht, das ist die letzte Zahl der OECD bzw. des Sachverständigenrats. Ihr seht den großen Zacken hier 2009. 2010 soll der wieder steil nach oben gehen. Das ist also die große Auseinandersetzung, in der wir mittendrin stehen. Dass der Zacken jetzt hier, das ist ja nur der Zeitraum von 1994 bis heute, dass das schon mal sehr tief ausfällt. Wir werden es mal sehen, wenn wir ein bisschen weitergehen. Ist das, also wir sind in einem doch relativ schweren Schrumpfungsprozess der Globalökonomie konfrontiert. Das heißt, es ist nicht einfach so wie früher ein geringeres Wachstum, sondern wir haben einen Schrumpfungsprozess von richtig schwerem Kaliber. Und die Frage ist, wird das kurz nur ein Zacken nach unten sein und im nächsten Jahr auch. Hier in der Republik setzt alles darauf, also die ganzen politischen Weichenstellungen sind so, dass wir 2010 wieder nach oben kommen und dann wieder in den Korridor von Wirtschaftswachstum zurück. Ich halte diese These für nicht begründet. Mache jetzt am Anfang sozusagen einen Blick drauf, das ist der Baltic Dry Index. Das ist ein Index, den die Ökonomen als Frühindikator für die Entwicklung des Welthandels entwickelt haben. Das sind, ist ein Index, der sich im Wesentlichen bezieht auf Transportraten, Schiffsverkehre. Und man sieht, der ist sehr drastisch abgestürzt im dritten Quartal. 2008, die letzte Zahl, die jetzt vorliegt, ist vom 13.11.09. Da ist unbestritten eine bestimmte Erholung unterlegt, aber diese Erholung ist jedenfalls nicht so, liegt bei dem Niveau von 4000, ist jedenfalls nicht so, dass wir wieder in den Höchstständen, wie die in erreichbarer Nähe hätten. Das ist ein Indikator, der einen Großteil jetzt von Transport, von Maschinenbau und so weiter abbildet, könnte man eine ganze Reihe von Indikatoren anbauen. Das heißt, wir müssen, soweit ihr Lust habt, hinterher dann eben darüber diskutieren,
Wie schätzt man denn widersprüchliche Situationen ein und mit welchen Argumenten kann man begründen, dass das im nächsten Jahr alles wieder aufwärts geht und normal bleibt? Oder mit was ist dann, was ist sozusagen der andere Ausblick für die nächsten Jahre, was ja dann politisch nicht ganz uninteressant ist. Ich habe die Thesen jetzt, da wir auch nicht so viel Zeit haben, ganz kurz gebündelt. Einmal wollte ich euch noch in Erinnerung rufen, also was das mit dem Finanzmarkt und den Bankenkrisen, was da eigentlich abgelaufen ist, komme dann auf die Krise der Realökonomie und mache dann sozusagen kursorisch noch ein paar, wenn die Zeit reicht, Ausblicke auf, was die Folgen sind. Hier am Anfang sehr deutlich gesagt, also das, vielleicht ist jemand schon drüber gestolpert, wir reden eigentlich über eine Doppelkrise. Also das heißt, eine Krise, die sehr verschachtelt ist, eigentlich, wenn man das jetzt historisch aufrollen wollte, dann müsste man sagen, man hat schon eine chronische Krise über einen ganzen längeren Zeitraum gehabt, seit den 70er Jahren. Dann ist da, hat sich daraus aus einer bestimmten Logik die Finanzmarktkrise entwickelt und die Phänomene der Finanzmarktkrise haben dann nochmal wieder rückschlagen auf die Realökonomie bestimmte negative Konsequenzen gehabt. Das ist, kann ich jetzt nicht entwickeln, ich fange also insofern an mit dem, was wir 2010 gesehen haben. Da will ich mich jetzt auch gar nicht im Detail aufhalten. Das ist eben so das, was wir jetzt immer noch tagtäglich sehen, dass wir rund 3 Billionen US-Dollar, also 3.000 Milliarden US-Dollar an Abschreibungen allein in den Finanzinstituten sehen. Also nicht meine Zahlen, das sind alles jetzt immer offizielle Zahlen, die eher unterzeichnet sind. Davon sind bis ins dritte Quartal 2009 etwa die Hälfte verarbeitet. Das heißt, wir werden noch weitere massive Abschreibungen sehen, also das, was jetzt hier auch in der Bundesrepublik immer so in kleinen Häppchen jetzt kommt, IKB muss wieder, AE braucht neue Mittel, die Bayern LB, ASH Nordbank. Also das wird jetzt auch so weitergehen, weil die Abschreibungen also nur zur Hälfte gelaufen sind. Und jetzt bezieht sich auf Deutschland, ne? Nein, das ist insgesamt. Ich rede jetzt, soweit es geht, erstmal auch insgesamt, also über die Vermögensverluste, die wir weltweit bei den Finanzinstituten gesehen haben. Wir haben darüber hinaus, da komme ich nachher nochmal kurz drauf, etwa 50 Billionen Wertverluste bei Immobilien und Aktien und so weiter. Wie sich das einordnen kann, kann ich nachher nahe zeigen. Und es ist immer noch so, dass nicht nur bei den Banken, sondern auch sozusagen bei anderen Bereichen toxische Papiere, also Papiere, wo der Markt zusammengebrochen ist, liegen. Also insofern kann man eigentlich unterm Strich sagen, dass nach wie vor der Großteil der nationalen Banksysteme insolvent ist. Das ist für Großbritannien und USA ziemlich eindeutig. Bei uns kann man sagen, naja gut, wir würden das vielleicht allein, das System alleine hinbekommen. Aber für Großbritannien und USA würde ich das mit anderen bestreiten. Ihr seht vielleicht unten die Zahl 9,4 Billionen. Das kommt dadurch zustande, dass natürlich bei diesen ganzen Wertberichtigungen und Garantien, die jetzt da reingehen, ist das auch statistisch immer eine ganz schwierige Aufgabe, das zu erfassen. Also 9,4 Billionen zur Stützung des US-Bankensektors, das sind sowohl direkte staatliche Einschüsse, das sind Garantien. Da muss man sich klar machen, dass wir eigentlich 4 verschiedene Institutionen in den USA haben, die für sowas verantwortlich sind. Und dann kommt man auf eine ganz andere Größenordnung als das, was man in der Regel in der Tagespresse liest. Was ist der Hintergrund? Also wie gesagt, da ist was geplatzt, dann schockartige Vermögensverluste. Und dieses
dieses Problem, was da uns jetzt noch drückt, hat sich seit langem aufgebaut. Ich habe hier jetzt extra mal ein Beispiel rausgekommen, und ich denke, das wäre jetzt nur, hätte nur was vom marxistisch-sozialistischen Hintergrund zu tun. Herr Issing, ehemaliger Chefvolkswirt der EZB, ist auch einer, der lange auf die Entwicklung hingewiesen hat. Und die zentrale These, die wir seit Ende der 70er Jahre sehen, dass das weltweite Finanzvermögen viel rascher wächst als das Sozialprodukt, also die Wirtschaftsleistung. Und die These, die ist nun absolut nicht neu, aber man muss sie sich heute nochmal klar machen, man kann die Welt, die gegenwärtigen Probleme nicht hinreichend erklären, wenn man nicht die Finanzmärkte und diese Dynamik versteht. Also warum das sozusagen in diesem Umfang sich relativ von der Realökonomie entkoppelt hat. Die Folgen aus dieser Entwicklung, die wir seit den 70er Jahren sehen, ist eben einerseits dann Privatisierung, Umwandlung, also ganzer Bereiche also des öffentlichen Sektors, aber auch sozusagen Entstaatlichung und Deregulierung müssen eigentlich in diesen Prozess der Finanzialisierung, sagen die Ökonomen auch dazu, also der finanziellen Dimension der Globalisierung eingeordnet werden. Das hat sich, das ist dann die Alltagsmetapher von einer großen Blase, also von Vermögenswerten, die sich entwickelt hat. Und diese Blase ist geplatzt. Warum die geplatzt ist, sage ich gleich nochmal kurz. Hier die grünen Balken sind die Entwicklung des Realprodukts, also weltweit aller Waren und Dienstleistungen, müsst ihr euch nochmal berühmte Torte auf den Haufen vorstellen. Und man sieht, die rote Linie ist das Aufwachsen, also dieser schnellere der Vermögenswelt, des Finanzüberbaus. Das war 1980 noch in etwa ausgeglichen. Und in dem Jahr sozusagen 2007, was wahrscheinlich das Spitzenjahr erstmal bleiben wird, war das in etwa das Vierfache, hatte das der Finanzüberbau das Vierfache von dem, was die Realwirtschaft war. Darüber könnte man sich jetzt lange beschäftigen, warum ist das so, warum, wenn selbst Issing das gesehen hat, warum ist da nicht gegengesteuert worden. Ich muss jetzt alles der Diskussion vorbehalten bleiben. Ihr seht, 2008 haben wir dann schon also eine Korrektur in den Vermögensbeständen. Diese Korrektur ist 2009 weitergegangen. Das heißt, von den circa 200 Billionen US-Dollar, die der Finanzüberbau mal hatte, ist jetzt in etwa ein Viertel, also ein Fünftel bis ein Viertel, hat sich in Luft aufgelöst. Logischerweise stecken hinter solchen Vermögenswerten dann immer ziemlich viele Leute, ziemlich viele Einkommensverhältnisse und so weiter. Also insofern kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass das eine ziemlich dramatische Entwicklung ist und noch nicht zu Ende. Ich bin ja an den Ausgang, meine These jedenfalls mit anderen, der Vermögensverlust, die Abschreibung und so weiter, die Entwertung von Vermögensbeständen wird anhalten. Das ist jetzt nur mal ein Blick darauf, dass das für die G7-Staaten, also jetzt ohne Russland, sieht man, dass das also hier das Gesamtvermögen, die blaue Linie, also nach wie vor sozusagen ziemlich nach unten geht und der Druck noch nicht beendet ist. So, das heißt, wir sehen ein Platzen eines Vermögensblase, die sich in nicht kurzfristig, sondern über 2 bis 3 Jahrzehnte entwickelt hat. Geplatzt ist das Ding, und das ist jetzt der engere Teil, über die Entwicklung an den Immobilienmärkten. Also die meisten von euch haben das schon mal gehört. Subprime, das ist also ein Hypothekensegment in dem unteren Bereich der Immobilien angelsächsischer Länder. Also Prime sind dann die guten Hypotheken und Subprime, das war von vornherein klar, das ist ein Element, wo die Leute, die sich jetzt da Kredite besorgen, also schon von den Kreditgebern taxiert werden als Leute, die möglicherweise ein Risiko darstellen. Hier
Das ist jetzt nur wichtig, sieht man also von 1994 bis also zum Höhepunkt 2007, den Anstieg der Immobilienpreise, und es ist unschwer zu erkennen, dass Großbritannien, Spanien, Frankreich, USA eigentlich die Hauptträger in allen Ländern. Wenn wir dann sagen, das war in den USA, ist das ganze Ding losgegangen, dann ist das richtig. Aber nur deshalb, weil in den USA jetzt im Vergleich dieser Länder das größte Segment darstellt. Wenn man es im Einzelnen jetzt anguckt, dann sind die Verluste in Großbritannien weitaus härter. Oder auch in Irland. Irland hat gerade die größte oder wird zum Jahresende die größte Bad Bank konsolidiert, die also, ja, ungefähr 50-60% des gesamten Sozialprodukts des Landes umfasst. Warum jetzt hier Deutschland und Japan eigentlich, dass die unterhalb der Nulllinie liegen, das ist uns unschwer zu erraten. Das hat was mit der eigentlichen Übernahme der DDR zu tun, deswegen sind die Sachen, sind die Preise da nicht so nachentwickelt. Und in Japan haben wir das Platzen, also in dem Immobilienbereich schon 1989 gesehen. Noch, das ist jetzt, USA ist wie gesagt der größte Markt. Die letzte vorliegende Zahl, das ist Case-Shiller-Index. Da werden abgebildet in etwa die Bewegung der Häuserpreise. Und man kann sehen, dass der Fall unten, das ist jetzt immer für die Frage der Ökonomie ganz wichtig, ist da schon ein wirklicher Schwung erkennbar, dass das sich stabilisiert und erholt. Ist eindeutig, der Fall geht momentan nicht weiter, aber das ist auf einem sehr tiefen Niveau. Und also eins der strittigen Punkte ist das ein Zwischenstopp und wird das weiter nach unten gehen? Oder kann man sagen, in USA und danach in Großbritannien ist der Verfall der Hypothekenpapiere und damit der Hauspreise gestoppt. Das wäre für die Frage des Verlaufs der Krise also relativ wichtig. Das ist es aber ein Teilsegment in einem also großen sozusagen Entwertungsprozess von Vermögensbeständen generell. Da werden zurzeit gerettet, das habe ich jetzt hier gesagt, wir haben in den USA ungefähr 40 Millionen Hypothekenverträge. Das ist also in der gesamten Breite, da muss man sich immer daran erinnern, dass in den USA kein sozialer Wohnungsbau existiert. Und dass auch unter Clinton gesagt wurde, wenn ihr eine Wohnung haben sollt, dann kauft euch ein Haus, nehmt Hypothekenkredite auf. Und so war jedenfalls mal die Vorstellung, dass man das Wohnungsproblem in den USA lösen könnte. Das sieht momentan so aus, dass von den 40 Millionen Hypothekenverträgen 10 Millionen bereits, also von dem Entwertungsprozess der Häuser so getroffen sind, dass ihre Schulden, also ihre Schuldverpflichtung höher sind als der Wert des Hauses. Das ist zu sagen, damit sind das alles, die Betroffenen müssen damit rechnen, dass sie zwangsversteigert werden, beziehungsweise ab einem bestimmten Punkt, dass bei weiteren fallenden Hauspreisen keinen Sinn macht für die Leute, also dann immer noch auf Jahrzehnte das abzutragen. Insofern versuchen sie selber aus diesen sozusagen Zwangsverhältnissen, Schuldverhältnissen rauszukommen. Bisher muss ja nur eine Vorstellung von den Größenordnungen haben. Wenn man das jetzt mal zwei oder mal drei nimmt, dann hat man auch eine Idee davon, was im Kern der Krise, wie viele Leute davon betroffen sind. So, also zusammengefasst, Finanzkrise hat sich lange auf, Finanzvermögen lange aufgebläht. Geplatzt ist es dann im engeren Sinne in den Hypothekenbereich. Was die Ökonomen jetzt machen, das habe ich mir jetzt sozusagen für euch auch vorbereitet. Das ist keine normale Konjunkturkrise, das ist also eine etwas größere Erschütterung des kapitalistischen Systems. Und jetzt kann man mal machen, man guckt sich mal genau die Entwicklung 1929 an.
Ich hätte es einfacher machen können und sagen können, also wenn man den Zeitstrahl von damals zugrunde legt, dann sind wir gerade im Übergang zum Jahr 1932. Das ist innerhalb der linken Community immer wichtig, das mal zu betonen, weil die Vorstellung, wir haben eine schwere Krise und dann geht es nur bergab, die ist eben falsch. Also zu den Verläufen auch einer solchen Krise gehört, dass es relativ kompliziert ist. Das geht nicht einfach nur bergab, sondern wir sind dann mit Krisenverläufen konfrontiert, die sich, und das ist ja der Punkt der Auseinandersetzung, eben nicht in einem Jahr mehr oder minder erledigen, sondern also möglicherweise, wie damals 1929, über ein Jahrzehnt sich erstrecken. Und wie wir alle jetzt wissen, also die meisten Ökonomen sagen, dass diese Krise ist nicht durch New Deal gelöst worden, sondern durch den Zweiten Weltkrieg. Also wenn man das zugrunde legt, die blaue Linie ist jetzt der Verlauf in Jahren abgetragen 1929. Und man sieht, das ist oben der Welthandel und die rote Linie ist das, was wir jetzt seit dem Ausbruch der Krise 2007 gesehen haben. Oben der Welthandel, unten die Weltbörsen. Das Wichtige jetzt ist nur, man sieht, dass zum Teil die Erschütterungen stärker waren als unmittelbar im Vergleich 1929. Ist allerdings auch bemerkenswert und das macht momentan ist das Futter des Optimismus, dass die Börsenentwicklung, also der untere Teil, dass der sozusagen sich kräftig erholt hat. Die entscheidende Auseinandersetzung auch gestern war dann, wie dauerhaft ist das und geht das also nochmal runter. Dasselbe jetzt für die Industrieproduktion. Man sieht die Industrieproduktion oben weltweit, das bewegt sich in etwa immer sozusagen in dem Ausmaß, was wir damals 1929 gesehen haben. Und unten die Industrieproduktion in Deutschland. Also man kann, wenn man das jetzt genauer interpretiert, kann man überall so eine leichte Stabilisierung und Aufwärtsbewegung erkennen. Das ist aber jetzt der Punkt der Auseinandersetzung. In den Ländern ist das schon selbsttragend, muss das politisch verstärkt werden. Wie beurteilt man also das, was da jetzt eigentlich aktuell abläuft? Damit ist klar, diese Entwicklung, die wir haben, kommt nur zustande, weil anders als 1929 ziemlich politisch von den Notenbanken und dann durch Konjunkturprogramme gegengesteuert wurde. Hätten wir, was eben immer ein Teil jetzt gerne hätte, sage ich mal, dafür steht der Name Brüning, wir hätten versucht, auf das jetzt einfach mit Sparpolitik zu reagieren, dann sähen die Kurven einigermaßen drastisch aus. Ich möchte euch jetzt hier, das ist USA, nur oben das Bild sozusagen in Erinnerung rufen, weil da ist die Größenordnung vergleichbar aufgelistet über Staatsintervention. Der erste, das ist der Marshallplan der Balken, dann der Kauf von Louisiana, die Bankenkrise in den 80er Jahren, der Vietnamkrieg, das NASA-Programm, der Zweite Weltkrieg und unten das, was ab 2007 in den USA zur Bekämpfung der Krise gemacht wurde. Das heißt, man sieht, jedenfalls nach US-interner Rechnung, ist in diesen 2 Jahren ein höheres Volumen an öffentlichen Ressourcen bewegt worden, als während des gesamten Zweiten Weltkriegs und mit dem Vietnamkrieg gar nicht zu vergleichen. Das muss man, glaube ich, sich immer klar machen. Bei uns sieht das nicht viel anders aus, wenn man den Sofin dazu bezieht und so weiter, aber das hören wir ja nachher in der Diskussion. Also ich fasse das jetzt zusammen. Die Finanzkrise, also ein Subprime-Element, hat im Frühjahr 2007 begonnen, dann über das ganze Jahr 2008 mit den berühmten großen Bankkrisen und hält bis heute an. Also das Dubai ist zwar also ein zu vernachlässigender Faktor, da geht es bei den Vereinigten Arabischen Emiraten um einen Verschuldungsbereich von 123 Milliarden Dollar, das ist bezogen auf die Größenordnung, die wir haben, Peanuts.
Also das heißt, das Ganze wird, würde ich jedenfalls sagen, keine größeren zu sagen, Auswirkungen. So, das ist das, was wir jetzt gesehen haben, was auch 2010 anhalten wird. Und jetzt komme ich zu dem Punkt zurück. Das hat sich, diese ganze Finanzentwicklung hat sich abgespielt von dem Hintergrund, also von also Veränderungen in der Realökonomie, die die Ökonomen, also oder ein Teil der Ökonomen zusammenfasst unter dem Begriff Überakkumulation. Das heißt, es hat da chronisch seit Ende der 70er Jahre sind dort Überkapazitäten in Wertung von fixem Kapital, sozusagen massive Konkurrenzphänomene, fallende Profitraten. Also das waren richtig lange Jahrzehnte von Auseinandersetzung. Und wenn man sich das jetzt mal in dem Blick genau anguckt, also ich bin jetzt im zweiten Bereich, Doppelkrise, dann haben wir faktisch drei Prozesse, die sich überlagern. Das ist der auslaufende Konjunkturzyklus im Bereich der Realökonomie, dann die langfristige Tendenz und dazu kommt eben all das, was wir über die Finanzkrise und die Rückwirkung der Finanzkrise gesehen haben. So stellt sich das jetzt für die Bundesrepublik Deutschland dar. Also der erste Bereich, das ist das erste Jahrzehnt. Ihr seht hier unten 2009, der dicke Balken nach unten, der ist mit den Einschnitten, die wir da vorher gesehen haben, überhaupt nicht zu vergleichen. Insgesamt ist das eine fallende Linie. Und das heißt, die fallende Linie, das heißt, wir haben immer schwächere Wachstumsraten. Selbst wenn wir aus der Krise jetzt relativ gut rauskommen, dann würden immer noch sozusagen die Wachstumsraten normalerweise dermaßen schwach sein, dass wir die Arbeitslosigkeit, also das, was eigentlich an Wachstum da sein müsste, um die Produktivitätsgewinne zu kompensieren, das wird also nicht ausreichen. So, ganz kurz, ich habe jedenfalls nach meiner Uhr noch 3 Minuten. Ich will euch sozusagen vor diesem Hintergrund, also meine These ist, die Finanzmarktkrise hält an, die Realökonomie wird uns in den nächsten Monaten eher noch ihre Belastung zeigen und wieder rückwirkend auf die Finanzkrise anfüttern. Also ich kann noch nicht erkennen, dass wir da aus dem Bereich heraus sind. Und da kommt jetzt eben ein wichtiger Punkt dazu, dass der politische Druck innerhalb des bürgerlichen Lagers umzusteuern, also jetzt endlich Schluss zu machen und nicht noch weiter also zu versuchen, über öffentliche Ressourcen, niedrige Zinsen, Banken und Realökonomie zu stützen, der wird immer größer. Also am stärksten bei uns jetzt der Sachverständigenrat, der sagt, okay, 2010 kann man noch so machen, aber ihr müsst heute schon sagen, wo die brutalen Einschnitte ab 2011 laufen. Also das ist jetzt in etwa, glaube ich, in allen Ländern sogenannte Exit-Strategie. Also kann man mit dem Exit, sollte man mit dem Exit warten bis Ende 2010. Und da sind die Verhältnisse schon so, dass man das eigentlich mal... Exit-Strategie ist doch Afghanistan, denke ich mal. Nein, das ist sicherlich eine andere Debatte, die ich auch schätze. Aber diese, jetzt reden wir über Exit, das heißt, gut, Führung sämtlicher öffentlicher Ressourcen, die in den Banksektor und in die Realökonomie gegangen sind, zur Stützung. So, und das bedeutet natürlich eine Verschuldung und so weiter. Da kann man sehr viel drüber sagen. Und das muss jetzt zurückgeführt werden, weil das geht immer zurück auf Ackermann, der dann zu Beginn der Krise gesagt hat, machen wir uns nichts vor, wir sind am Ende, jetzt muss der Staat das richten. Und der Staat hat es einigermaßen gerichtet, sonst sieht das noch viel schlimmer aus. Und sie wollen aber wieder zu ihrer Politik zurück, des Schrumpfstaates oder des schwachen Staates, wie ihr das macht. Ich gehe diese 6 Punkte nicht durch, sondern ich sage nur jedenfalls schlaglichtartig, was ich jetzt versucht habe, in der kurzen Zeit euch in Erinnerung zu rufen, das hat jetzt für bestimmte wirtschaftliche, soziale oder auch Politikfelder Konsequenzen, die man vielleicht dann auch bei der Bildungsarbeit bedenken muss.
Erster Punkt sind die Verteilungsverhältnisse. Das sind jetzt hier USA. Man erkennt, glaube ich, hier unschwer, dass wir, das ist der Anteil der obersten 10% der Haushalte, dass wir in den 30er Jahren sehr großen Anteil von, hatten von dem Einkommen der Reichen. Dann eine Phase zwischen 1940 bis 1970 oder Ende 70. Das nennen die Ökonomen in den USA die Phase der großen Kompression. Also die Einkommensunterschiede wurden zusammengedrückt. Und das war, jedenfalls auch meine These, ein wesentlicher Grund, damit wir in der Nachkriegs-, also für diese große beschleunigte Kapitalakkumulation, die ja jedenfalls auch dieses Land geprägt haben. Und man sieht, Ende der 70er Jahre steigt also die, die Einkommensungleichheit, die soziale Ungleichheit immer drastisch an. Und solange wir, das ist jetzt sozusagen in Richtung Perspektive gedacht, solange das bürgerliche Lager oder die Linke nicht, also diese Einkommensunterschiede und damit auch die dahinterliegenden Vermögensunterschiede in den Griff bekommen, werden wir keine sozusagen beschleunigte Kapitalakkumulation sehen, wie wir sie in den 60er und 70er Jahren gesehen haben. Kehrseite also dieser Entwicklung, also es ist nicht nur, dass die Reichen reicher geworden sind, sondern hier die Lohnquote drückt eben im Konzert aus, dass in allen kapitalistischen Ländern die Lohnquote nach unten geht. Wir sind besonders davon betroffen, weil wir ein Land sind, in dem sowas wie eine untere Haltelinie mit Mindestlöhnen nicht existiert. Man muss immer nur wissen, dass wenn wir jetzt Mindestlohn einziehen, dann kann das die Ausbreitung von prekären Beschäftigungsverhältnissen beeinflussen, wird aber nicht die gesamten Verteilungsverhältnisse, die da drüber liegen, ändern können. Das, was jetzt auf uns zukommt, immer entscheidend ist, dass die Bundesanstalt für Arbeit tiefrote Zahlen aufweisen wird, und zwar deshalb, weil die Arbeitslosigkeit im nächsten Jahr deutlich ansteigen wird. Bei Frankreich haben wir jetzt schon heute die 10% gesehen. Das wird bei uns durch Kurzarbeit und so ein paar kleinere Maßnahmen kompensiert. Ich will jetzt hier euch nur in Erinnerung rücken, offiziell liegt unsere Arbeitslosigkeit sozusagen so, das ist hier die Zahl von Juni, glaube ich, unter zu sagen 4 Millionen oder um 4 Millionen. Man muss eigentlich, das haben die anderen neoliberalen Regierungen auch gemacht, man muss da mal dazu rechnen, was da eigentlich alles oben drauf kommt, von 1-Euro-Jobs etc., damit man eine Größenordnung bekommt. Und die die richtige Arbeitslosigkeit ist wesentlich größer. Zweiter Punkt, den man sich jetzt insgesamt für das System sozialer Sicherheit klar machen muss, also nicht nur die Arbeitslosenversicherung wird drastische rote Zahlen schreiben. Exit-Strategie heißt dort, entweder Beiträge erhöhen oder öffentliche Ressourcen da reinpacken. Das wird also der entscheidende Punkt mindestens ab 2011 werden. Für das folgende Jahr ist Kurzarbeit jetzt verlängert und es soll offensichtlich über Kredite oder über öffentliche Mittel sollen die Defizite kompensiert werden. Dasselbe gilt für die Pflegeversicherung, dasselbe gilt für die Rentenversicherung und auch im Blick auf das Gesundheitssystem ist das also jetzt für das nächste Jahr bei uns erstmal ausgesetzt, aber Exit, was da unter Exit-Politik angedacht ist, das ist ja, wird ja schon bald diskutiert mit dem Übergang zur Kopfrente. Jetzt letzter Punkt, das Ganze, aber vorletzt mal der Punkt, diese, also die Auswirkungen der Krise in der sozusagen Verstärkung auf die Arbeitslosigkeit, auf die sozialen Sicherungssysteme. Das ist das, was man einigermaßen klar vor Augen hat. Es kommt aber hinzu, dass eine nachhaltige negative Entwicklung auf den sogenannten gesellschaftlichen Kapitalstock existiert. Das heißt, das ist das Fundament, auf dem eine Gesellschaft im Prinzip produziert.
Man sieht hier, dass dieser Kapitalstock, das sind auch alle kapitalistischen Hauptländer, sind sozusagen schon in den letzten vier Jahrzehnten seit 80, also eher in den Zustand von Stagnation übergegangen. Wenn jetzt, ich greife das nur auf, weil gerade auch in der Partei immer diskutiert wird, wäre das nicht eine Zeit, diesen Kapitalstock aufzumotzen, indem man jetzt ökologischen Umbau macht. Also Green New Deal ist das Stichwort dafür. Ich will euch jetzt hier nur mit diesem Bild zeigen, das kann man natürlich sagen, jetzt pumpen wir alles da rein, aber hier die Nettoinvestitionen sind seit Ende der 90er Jahre sozusagen im negativen Bereich. Das heißt, Hamburg ist keine Ausnahme, die heute konstatieren, wir wollen eine Schulreform machen und müssen erstmal 3 Milliarden Euro aufwenden, um die Schulen in Ordnung zu bringen und 1,2 Milliarden zuzubauen. Also diese Verhältnisse in der öffentlichen Infrastruktur, also einem Teilsegment des gesellschaftlichen Kapitalstocks, sind in allen Ländern dasselbe. Also drastischer Ausdruck war immer Katrina in New Orleans, wo die ganzen Deiche also in einem solchen Zustand sind, wo sie nicht mehr halten. Das heißt also, bislang ist eben so, wir haben in den letzten Jahrzehnten faktisch desinvestiert. Und zu glauben, dass man jetzt aus dem Stand heraus, also die Investitionspolitik, das kann man sich wünschen, da gibt es viele gute Gründe dafür, aber von den realen ökonomischen Entwicklungstendenzen wäre ich ausgesprochen skeptisch, ob uns das weitergeht. Letzter Punkt, was eigentlich das Wichtigste wäre, ich will das auch jedenfalls nur ansprechen, jeder weiß momentan, wie der Goldpreis sich entwickelt. Der Goldpreis hat nur den Hintergrund des schwachen Dollars. Der steht hier jetzt noch mit 1,136 €. Der aktuelle Stand ist immer 1 zu 1,50. Der wird sich drastisch weiterentwickeln. Das heißt, ein wesentlicher Punkt der Krise, ich habe jetzt auch ein paar Punkte heute, ist auch, dass wir das System, das internationale System, wird sich nicht wieder so herstellen, wie wir das gewohnt sind. Das heißt, es ist ein ganz großes Problem, dass wir da eine Vernetzung hatten zwischen USA, China, Europa, und dazu funktionierte denn leidlich auch, um diese Asymmetrien, diese Ungleichgewichte in Gang zu halten, funktionierte das Weltwährungssystem. Der steigende Goldpreis ist ein ganz klarer Indiz dafür und in vielen anderen Punkten auch, dass das Weltwährungssystem massiven Belastungen unterworfen ist. Und selbst wenn man sagen würde, okay, das wird alles schnell sich wieder reparieren, also das ist mit Blick auf die internationale Struktur des Kapitalismus, hätte ich da doch meine großen Zweifel. Das war es in aller Kürze. Danke.